Massimo Onatelli, erstmal Glückwunsch, Kapitän dieses Jahr der U23. Ist das eine Ehre für dich? Ja, Ehre ist schwierig zu sagen. Also bin natürlich stolz darauf, natürlich. Ja, nimm das auch persönlich als Herausforderung an. Und ja, wie gesagt, bin stolz, Kapitän dieser Mannschaft zu sein, die Mannschaft zu führen in diesem Jahr. War letztes Jahr schon so als Führungsspieler mit dabei, aber wie gesagt, hat ja der Patrick Meinker dann auch souverän gemacht bei uns. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr ist meine Aufgabe und nehmen sie auch zu 100% an. Und wie gesagt, ja, fühle mich wohl in der Rolle und fühle mich auch reif genug dafür. Und da habe ich auch letztes Jahr viel dazugelernt und kann auch dieses Jahr viel dazu mitnehmen. Jetzt bist du also offiziell der Chef von dieser jungen Rasselbande sozusagen. Wir haben so ein bisschen bei Instagram gestalkt, als ihr im Trainingslager wart. Die Stimmung war richtig gut. War das in den letzten Jahren auch so oder war das dieses Jahr nochmal was anderes? Das liegt natürlich jetzt daran, dass ich Kapitän bin. Ne? Genau. Nein, Quatsch. Wie gesagt, also ich denke, letztes Jahr war auch so eine gute Stimmung, aber dieses Jahr ist nochmal eine andere Konstellation, da wir auch sehr, sehr viele neue Spieler haben und muss dazu sagen, dass wir auch schnell zueinander gefunden haben, was auch daran liegt, dass auch alle gute Charaktere haben, wo auch, denke ich, spezifisch darauf geguckt wurde und jeder hat sich gut eingebracht. Und ja, wie gesagt, meine Aufgabe ist natürlich auch, dass sich alles schnell zusammenfindet. Und wie gesagt, im Trainingslager war wirklich eine Top-Stimmung. Und ja, wie gesagt, bis auf das letzte Spiel, vorletztes Spiel, wo wir einmal 6-0 verloren haben, war natürlich einmal kurz ein Tiefpunkt bei uns. Das ist auch ganz normal. Und aber wie gesagt, letztes Mal dann wieder super gespielt. Und von daher ist die Stimmung eigentlich, wie jetzt auch gerade jetzt im Training gestern und heute, wieder sehr gut. Und ja, wie gesagt, das zeichnet auch eine Mannschaft aus. Und muss man auch sagen, Hut ab, so viele neue, 16 neue Leute. Ist nicht einfach, sich schnell zusammenzufinden. Ne? Nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes. Und dazu hatten wir in Österreich die Gelegenheit, auch mal einen Tag den Berg hoch zu marschieren oder sowas. Halt ja. Teambuilding-Maßnahmen, was auch sehr gut geklappt hat, wo jeder mitgezogen hat. Und wie gesagt, also ich bin sehr zufrieden, was das angeht. Und ich denke, der Trainer auch. Jetzt gibt es erstmals in dieser Saison so eine richtige enge Zusammenarbeit zwischen Profis und U23. Macht das eine Prognose für die Saison schwer? Ja, man weiß jetzt halt natürlich nicht, was passiert, ob Leute runterkommen, ob Leute hochgehen. Jetzt sind ja schon ein paar Leute mitgefahren in die USA. Mich persönlich, muss ich sagen, freut es sehr, weil letztes Jahr, muss man sagen, war es halt wirklich so gut wie gar nicht, auch wie gesagt, wo der Herr Stöger Trainer war. Nichts gegen Herr Stöger natürlich, aber da war es natürlich halt im Endeffekt so, dass von uns halt kaum jemand oben war, nur mal eben gut, wenn mal was gebraucht wurde, jetzt welche gefehlt haben, aber jetzt merkt man halt, dass die Leute auch so gebraucht werden und ich denke, damit gibt man den Jungs auch ein gutes Gefühl, wenn man das Gespür hat, wirklich eine Chance oben zu haben oder auch mal beim Training dabei zu sein. Also ganz ehrlich, selbst ich mit 32, wenn man mal da mittrainieren könnte, wäre es für mich auch eine Ehre und wäre ich stolz drauf und ist halt ein super Gefühl. Und ich denke, wenn die Jungs das hier merken, ist es nochmal ein ganz neuer oder anderer Ansporn auch. Und ich denke, dass das auch wieder noch ein paar Prozent sind, die den Jungs geben, anstatt sie das Gefühl haben hier, ja, ich bin nur in der U23, aber habe gar keine Chance nach oben. Weil ich denke, jeder Junge, der hier hinkommt, hat den Gedanken, auch oben mitzuspielen oder mal zu trainieren oder irgendwie mal ein bisschen ranzuschnuppern. Ne? Und ich denke, das ist normal, legitim. Und von daher finde ich das super, wie es jetzt hier angefangen hat. Auch, dass Herr Edin Terzic schon dreimal bei uns gucken war, auch die Spiele immer sehen möchte. Das gibt den Jungs auf jeden Fall noch einen Ruck und das tut denen auch gut. Und ich finde es selber auch persönlich super. Und wie gesagt, also man wird sehen, wie die Saison verläuft. Und wenn mal welche runterkommen, ist es natürlich auch für uns auch mal gut. Ne? Und wie gesagt, also das wird sich halt zeigen im Laufe der Saison. Ja. Erstes Spiel gegen Bonn, zweites Spiel gegen Viktoria Köln. Wie schätzt du das Auftaktprogramm von euch ein und was nehmt ihr euch dafür vor? Ja, sehr schwierig, muss ich sagen. Also Bonn wird, denke ich, auch eine sehr unangenehme Aufgabe. Und wir haben jetzt am letzten Spieltag, haben wir es ja auch gesehen, wie schwer wir uns getan haben. Wie gesagt, Viktoria Köln, gut, ist immer Top-Favorit. Aber ich persönlich sage ganz ehrlich, ich habe sie lieber am Anfang als mitten in der Saison. Ja, weil da sind sie dann wahrscheinlich schon eingespielt. So kurz nach der Vorbereitung weiß man auch nie. Von daher treffe ich lieber direkt am Anfang gegen sie. Und wie gesagt, also der Anfang ist schwer. Direkt mit Oberhausen auch. Fällt zwar leider aus in Wattenscheid, aber
der Anfang ist schon schwer, muss ich sagen. Wenn wir den gut überstehen, bin ich auch zuversichtlich. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, jetzt auch direkt schon Samstag, auch bei den Witterungen jetzt sehr heiß. Da wird es auch natürlich dann auch auf andere Sachen ankommen, nicht nur fußballerisch da zu glänzen, natürlich auch über Kampf zu kommen, ein bisschen Schweinehund überwinden, und einfach das Wetter ausschalten.